Heute kommen wir nochmal zu einer Anubil Handyhalterung im Klickverfahren ohne Magnethalter, weil das konnten wir ja nicht so stehen lassen und deswegen habe ich mir nochmal eine organisiert. Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware World, hier ist wieder euer Darky. Ja, nach dem letzten Check von der Anubil war ich ja noch nicht ganz glücklich damit. Und ich habe auch zwischendurch die Handyhülle gewechselt, so auf Klarsicht. Und dachte, Phone Mountant, On-Click, Champing, die checken wir mal. Na, schauen uns die mal an. Und vielleicht hat sich ja hier einige Verbesserungen eingestellt, weil will man ja auch nicht so stehen lassen. Na, jeder hat eine zweite Chance verdient, finde ich. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen. Wir bauen das hier oben zusammen und dann gehen wir natürlich ins Auto. Und ich werde das Ganze über eine Zeit lang testen für euch. Aus unserer Reihe DVD. Darky wird es testen. Eine neue Folge. Ich will jetzt nicht so viel quatschen. Ich lasse uns ans Werk gehen und dann schauen wir mal, was er denn kann. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Und ich nehme euch gerne mit zum Anubil Handy, Mountain, Halter, Check. So, Verpackung ist ja schon mal recht schön gemacht. Das machen sie wirklich gut. Also, man kann ja nicht nur maulen. Ne? Das ist ja auch unfair. Unfairig. Aber wir gehen da jetzt mal ganz gespannt dran. Und lassen uns das überraschen. Das Prinzip, schätze ich, ist fast ähnlich. Das Ganze ist hier etwas anders gestaltet. Wir haben hier eine Halterung, die geht auf. Und wenn wir das Handy reinlegen sollen, geht das Ding zu. Hier wieder festgemacht. Das Ganze natürlich schön im Carbon-Design. Das Ding hat einen Vorteil. Soll einen Vorteil haben. Wir machen das mal anders. Man kann es einmal in den Lüftungsschacht verbauen. Mit einer Klemme. Die ist bei. Also zwei verschiedene Varianten. Und schauen wir mal. Hier ist wieder ein bisschen Zubehör bei. Das packen wir mal zur Seite. Was wir denn da so im Lieferumfang haben. Wir haben hier wieder unseren Sauger. Und diesmal waren die Herren so schlau und haben den kürzer gemacht. Das heißt, wir können ihn hier jetzt ausziehen. Also denke ich mal, dass da durchaus weniger Vibrationen sind. Ich lasse mich überraschen. Na, die übliche Giftcard, WIP, ich bin hier nur noch WIP. Eine Anleitung. Die war letztes Mal schon in Deutsch, das muss man den lassen. DE ist da, 32. Na? Und hier ist nochmal die für den Lüftungsschacht. Ich gucke mal in die 32 rein. Also Produktübersicht, was dabei ist. Der Haupthalter, Befestigung für den Lüftungsschacht, dass man das hier an- und ausziehen kann zum Saugen. Inbetriebnahme, das ist, muss man den echt lassen, das ist wirklich durchaus gut beschrieben. Da habe ich auch nichts zu meckern dran. Und hier können wir den halt nochmal ausziehen. Wie man es in den Lüftungsschacht einsetzt, mit der Klemmschraube, bla, daran, Feierabend. No. Wir werden beide hier Varianten testen, würde ich sagen. Und dann haben wir natürlich auch hier noch so ein Mountain Kit dabei, dass wir uns das auf die Armatur kleben können. Na? Das mache ich natürlich beim Leasingfahrzeug nicht, dass man das dann hier abzieht. Ah, da steht noch mal ein Tipp drauf. Use Tipps. Das ist auf jeden Fall auch dabei. Brauchen wir aber nicht. Ne? Das Anbauen ist relativ einfach. Oder das Zusammenbauen. Entweder schicken wir den hier ins Levana. Und dann können wir unsere Halterung festmachen. Also praktisch hier befestigen. Na? Oder halt eben in der anderen Variante
Da kommen wir gleich nochmal zu. In der anderen Variante hier aufschrauben, das kenne ich schon von anderen Prinzipien. Das ist eigentlich immer recht gut gemacht. Daran. Und den probieren wir als erstes und verschrauben das hier wieder. So, wenn man jetzt das Handy auf hat, das Ding aufstellt, wollen wir mal gucken, ob das dann auch so funktioniert, wie uns das hier versprochen wird. Ich glaube ja gar nichts mehr. Okay, das liegt wirklich bombig dran. Gut, ich gehe mit euch runter und dann prüfen wir das mal. Und dann machen wir mal so einen Wackeltest und ich fahre da mal eine Zeit lang mit und dann kriegt er nachher zum Schluss meine Endrezession. So, wir nehmen als erstes die Lüftungshalterung. Dazu baue ich das hier ein. Möglichst so mittig. Und gucken wir mal. Also das ist scheiße auf Deutsch. Das ist schlecht, weil man kann die Lüftung nicht mehr bewegen. Da kann man die Lüftung nicht mehr bewegen. Hier geht sie nach oben weg. Ich drehe das nochmal los, Leute. Ich mache hier fast alles. Ja, ist nicht. Also wenn man dann hier... Wir können hier die Lüftung nicht verstellen. Also das, die bleibt dann nach oben weg. Aber damit leben wir jetzt erstmal kurz. Das geht ja letztendlich... Und das Klickverfahren. So, ich setze jetzt Tint. So, wir haben eingesetzt. Entschuldigt bitte, Darth Vader ist am Film, heute am Start. Das erste Mal. Das erste Mal. So, jetzt testen wir erstmal unser Klickverfahren hier. Okay, ich kann mir das noch ein bisschen hinstellen. So, gucken wir uns das nochmal von der Seite an. Das ist... Also da steht mir die Lüftung sehr weit hin. Wir öffnen das Ganze hier wieder und können das Handy entnehmen. So Leute, ich ziehe das Ding jetzt ab, den Halter. Und schau mal, wie weit war. Das Ganze soll ja so in die Richtung hier gehen, wie beim letzten Mal. Also kleben tut das Ding auf jeden Fall mega. Jetzt ist die Frage. Der Frage. Ich brauche in der Zeit... Ihr klemmt das an und drückt es so fest. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das hier zu verstellen. Also der hält jetzt wirklich. Ich bin ja nur gespannt, ob das jetzt hier noch wackelt. Ich setze das Ding jetzt mal auf. Ja, so eine Mann kriegt es noch nicht so richtig. Der ist halt kein Kameramann. Aber ich versuche das jetzt mal mit einer Hand euch zu zeigen. Erstmal stellen wir uns das ein bisschen runter hier. So. Und dann muss ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen feststellen hinten noch. Dazu blende ich kurz mal aus. So, wir klinken unser Handy jetzt ein. Passt. Zum Lösen können wir das so entnehmen. So. Ich gucke mir das jetzt während der Fahrt mal an und ob das wackelt. Das teste ich jetzt erstmal eine Zeit lang aus. So, wir gucken uns jetzt mal die Erschütterungen an. Die sind so weniger, viel weniger. Definitiv. Junior, drück mal auf den Handyknopf, dass man es besser sehen kann. An der Seite rechts. So, die Erschütterungen sind auf jeden Fall weniger geworden. Und ob das hier laut Straßenverkehrsordnung noch erlaubt ist, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Also die ist auf jeden Fall echt stabiler. So, ich fahre jetzt los. Guck mal, ob die noch genauso wackelt. Sitzt sehr fest. Ohne großartiges Gewackel. Das Prinzip des Lösens einfach. Andrücken und sitzt auch fest drin. Gut, dass das jetzt nachgibt, ist okay. Na? So,
glaube, wir bewegen uns gleich bei einer Geschwindigkeit von ungefähr. Was sehen die an? Damit man es auch besser sehen kann. Absolut ruhig, kein Gewackel und lässt sich sauber bedienen. Ich habe nichts zu auszustehen. Klar, ein paar kleine Erschütterungen sind immer drin, aber das ist auf jeden Fall gut. Wir fahren jetzt 80 und absolut ruhig. Das nenne ich jetzt mal eine gute Halterung, ne, Sohnemann? Ja. Fahren wir dann mit 100, was? Ja. Also, selbst wenn ich jetzt bremse, alles gut. Nur bei Schlauch. Okay, dann kommen wir dann mal zu meiner Endbesprechung. So, ich habe die Halterung jetzt nun echt super getestet, muss sagen, da gibt es echt nichts zu meckern. Wie man so schön sagt, alles hat mal eine zweite Chance verdient. Anobil, das habt ihr echt super gemacht, die gefällt mir. Das, den Arm, den ich euch gezeigt habe mal in dem Video vorher, ich verlinke euch das oben im i, der ist ja so ein bisschen wackelig. Na, der hat halt Vibrationen. Und wenn man aus der 3 in 1 diesen Arm in diese Magnethaltung einbaut, wäre die auch absolut super, weil dann sind nämlich die Vibrationen weg. Hier drinne, null Vibrationen, kein Gewackel, kein Gehake, Handy lässt sich toll einlegen, zack, rein. Durch den Mechanismus schließt sich der Halter und man hat kein Theater. Echt lösen, zack, unten die beiden Knöpfchen drücken. Handy entnehmen, Schicht im Schacht. Was soll ich noch sagen? Die ist echt absolut super. Ne? Hat sich also doch mein zweiter Test gelohnt. Das ist aber auch daher gekommen, da ich die Magnethalterung des Handys oder der Handyhülle entfernt habe und bin auf die Klarsichthülle umgestiegen. Die habt ihr ja schon gesehen von Otter. Ne? Verlinke ich euch auch, kann ich auch nur wählen. Super Hülle. Na? Also einfach top. Ich habe nichts zu meckern. Ich habe nichts gefunden. Handy liegt stabil drin, kein Gewackel, nichts, wie gesagt. Kann ich nur noch mal betonen. Die bleibt jetzt im Auto. Ich habe die Möglichkeiten im Sommer die an die Scheibe festzumachen. Oder im Winter eben im Lüftungsschacht. Beide Varianten haben toll funktioniert. Kein Theater. Das mit dem Aufkleben habe ich euch. Ist so ein Aufkleber dabei, den kann man sich auf das Armaturenbrett festmachen. Das mache ich natürlich bei einem Leasingfahrzeug mit Sicherheit nicht, weil das gibt immer Schmalerei hinterher und dann hat man die Klebereste da dran. Das kann man privat in seinem eigenen Auto machen. Ich mache es nicht, um mir später vielleicht Ärger zu ersparen. Ist natürlich auch eine Variante, dass man in den Halter mit Saugnapf daran macht. Der Saugnapf ist absolut der Hammer. Ne? Also den wieder abzubekommen, ist schon ein bisschen schwieriger. Also andere fallen ja dann meistens mal, kennt ihr ja von den Navis, dass die Dinger dann nochmal einen Abgang machen. Ne? Komischerweise, warum auch immer. Das Ding klebt bombenfest. Na, also ich hatte schon mal die Schwierigkeiten, den wieder abzubekommen. Da haben sie sich richtig toll was einfallen lassen. Also von mir absolute 5 Sterne, wie man so sagt, in einer Rezession. Klare Kaufempfehlung. Hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis. Da macht ihr nichts verkehrt, weil ihr halt auch diese 3 Varianten da drin habt. Top-Teil, der Mechanismus, das Lösen, einwandfrei einlegen. Ich bin geplättet. Anobil, habt ihr gut gemacht. Und gut, dass ich mir den nochmal organisiert habe. Na? So viel dazu. Ich packe euch das auf jeden Fall wieder in die Videobeschreibung. Kann ich nur weiterempfehlen. Und den mache ich euch oben ins i. Da könnt ihr mit euch nochmal das andere Video reinziehen. Das war's an meiner Stelle. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ und hat euch Spaß gemacht. Wenn es das dann getan hat, lasst ein Abo da oder hebt den Daumen in deutliche Richtung. Darüber freut mich sehr. Vergesst auch an die Abonnenten bitte nicht die Glocke einzuschalten, damit ihr auch kein Video verpasst. Ja, das war's an dieser Stelle. Mein Video ist zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, weil das nächste Video ist schon am Start und ich habe noch einiges. Und ja, ich sage tschüss und bye bye.
bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich wieder zum nächsten Video. Wie gesagt, was schon am Start ist. Bis dahin, tschüss, bye bye, euer Ducky.